Guillaume und Moritz und die erzählen uns was über Drucken von Mapbox-Vektorteils mit Hilfe von Geoblocks-Print. Und ich bin gespannt, was es da so Neues gibt und von daher freue ich mich jetzt auf den Vortrag. Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation von Geoblocks Print. Hierbei handelt es sich um eine Bibliothek, mit der Karten im Vektorformat als PDF-Dateien exportiert werden können, um sie dann anschließend zu drucken. Diese Bibliothek wurde entwickelt von Guillaume Béraudeau bei Camp2Camp. Ein paar einführende Worte zu Camp2Camp. Die Firma ist ein IT-Dienstleister, der seit 20 Jahren im Open-Source-Bereich tätig ist. Die Firma zählt über 140 Mitarbeiter und diese verteilen sich auf 5 Standorte in 3 Ländern. 2 Standorte in Frankreich, 2 in der Schweiz, einer in Deutschland. Die 3 Geschäftsbereiche sind folgende: Geoinformatik, Business Management und Infrastruktur. Als Detail zur Business- und Infrastruktur. Im Business-Bereich verwenden wir das Open-Source-Tool Odoo. Das ist ein ERP, Enterprise Resource Planning Tool, und bieten kleinen und großen Kunden Komplettlösungen an. In der Infrastruktur sind wir Experten für Cloud-Lösungen, Server-Management und Web-Hosting. Die Dienstleistungen unserer Firma gehen von Consulting über kundenspezifische Entwicklung bis hin zu Fortbildungen und dem Management von Open Source Abonnements. Ein paar Worte über uns. Guillaume Béraudeau arbeitet bei Camp2Camp in Lausanne. Er ist dort Systemarchitekt und hat große Beiträge zu Open Layers geleistet. Außerdem ist er Maintainer des OL Cesium-Projekts, Open Layers für Cesium. Ich selbst heiße Moritz Kirmse. Ich arbeite auch in der Abteilung Geomatik bei Camp2Camp, allerdings in Frankreich, in Chambéry. Ich arbeite an den Open Source Projekten QGIS und MapProximate und sonst an GeoMapFish, wobei ich viel mit MapFish Print zu tun habe. Nun ein paar Erklärungen zur Technologie Vektorteils. MVT bedeutet Mapbox Vektorteils. Es handelt sich um ein Format, das von der Firma Mapbox entwickelt wurde. Und hierbei wird der Stil und der Inhalt getrennt. Der Stil wird als JSON deklariert. Und hier sind Informationen zu Farben, Transparenz, Dicke, Schriftgröße, alle möglichen Eigenschaften der Darstellung. Und auf der anderen Seite die eigentlichen Daten. Die Vektorteils enthalten geografische Elemente, sogenannte Features. Und jedes Feature besitzt eine Geometrie und eine beliebige Anzahl Eigenschaften. Diese Eigenschaften können dazu dienen, die Darstellung zu beeinflussen, also auf den Stil, sich mit dem Stil darstellen zu lassen oder andere Abfragen zu tätigen. Was ist nun der Vorteil von Vektorteils? Diese werden im Geografiebereich immer häufiger verwendet, und zwar bieten sie Einsparungen im Datenvolumen. Die Source-Daten sind relativ klein und können auf dem Server schnell erzeugt werden. Im Gegensatz zu Rasterdaten müssen nur wenige Zwischenzoom-Levels erzeugt werden, da die Darstellung immer von besserer Qualität und von klarerer Qualität ist. Da nicht so viel Rechenpower benötigt wird, können die Datensätze häufiger aktualisiert werden. Die Daten sind, also auch in dieser Hinsicht gibt es einen Qualitätsgewinn dann bei den Daten, die up-to-date sind. Die weiteren Vorteile
sind die allgemeinen Vorteile von Vektorgrafiken. Egal in welchem Zoom-Level bleiben dir Linien- und Flächendarstellungen von Vektordaten klar und fein. Man bekommt keine Artefakte wie bei Rasterdaten, wo Randunschärfe oder Treppenstufen sichtbar werden. Dann bieten die Vektorteils die Möglichkeit, auf Client-Seite den Stil zu verändern und die Darstellung anzupassen. Es sind sogar dynamische Stile möglich, wo ein Gewässer animiert wird, man das fließende Gewässer sieht oder zum Beispiel Verkehrsfluss auf Straßen. Das sind Spielereien, aber können in einer Webanwendung doch einen guten Eindruck machen. Dann kommt dazu, dass man auf Client-Seite Datenabfragen tätigen kann. Man kann alle Attribute abrufen und so verhalten sich die Vektorteils ein bisschen wie ein Feature Service, WFS. Damit können interaktive Karten erzeugt werden mit Pop-ups und Informationen, also On-Demand-Informationen. Der technologische Fortschritt macht es möglich. Moderne Webbrowser haben eine umfangreiche API, um auf Client-Seite schwierige Berechnungen durchzuführen. Und auch die Hardware hat sich sehr weiterentwickelt. Selbst mobile Geräte haben auf CPU, GPU-Ebene eine enorme Rechenpower, von der man früher nur hätte träumen können. Von welchen Systemen werden nun die Mapbox-Vektorteils unterstützt? Schematisch dargestellt ist ein Geoportal, wie wir es einrichten könnten. Also eine Web-Applikation mit drei Einheiten, einer 2D-Karte, einer 3D-Darstellung und einer Exportfunktion zum Druck. Für die 2D-Karte wird Open Layers verwendet und dort wird nativ schon werden die Mapbox-Vektorteils unterstützt. Allerdings fehlt diese Unterstützung bei Cesium und bei Map4Sprint. Nun haben wir nach Lösungen gesucht, um die Vektorkacheln in Map4Sprint integrieren zu können. Map4Sprint ist eine Java-Anwendung. Sie wurde am Anfang für das System GeoMapFish entwickelt, aber ist ein eigenständiger Baustein. Mit dieser Bibliothek können PDF-Dokumente mit Kartengrafiken erzeugt werden. Es werden Templates erstellt im Format von Jasper Report und somit weitere Informationen hinzugefügt. Insofern kann dieser Baustein in Webkarten genutzt werden, um eine Druckfunktion zur Verfügung zu stellen. Es ist ein sehr vielseitiges System. Viele Standards der Geomatik werden unterstützt, WFS, WMS, WMTS und so weiter. Aber keine native Unterstützung für Vektorteils. Daher bieten wir folgende Lösung an. Die Vektorteils werden auf der Browserseite zu einem Bild gerendert. Also es wird ein Bild erzeugt. Dieses statische Bild wird dann an Map4Sprint gesendet und Map4Sprint verbindet das Bild mit anderen Ebenen und anderen Daten zur endgültigen PDF-Datei. Die Vorteile liegen auf der Hand. Es gibt wenig Code zu schreiben, da wir einfach die Open Layers Funktion verwenden. Auch keine Maintenance von diesem Code. Die Gestaltungsmöglichkeiten für Stil sind vielfältig, da man sowohl Open Layers als auch Mapbox Stil verwenden kann. Wir sind nicht von einer Map4Sprint Version abhängig. Das heißt, auch alte Systeme können auf MVT aufgerüstet werden, ohne dass man das ganze System updaten muss. Also es reicht, den Baustein
Geoblocks Print hinzuzufügen und schon werden die Vektordaten unterstützt. Und der positive Nebeneffekt: Wir haben eine flexible, modulare JS-Bibliothek, die auch in einem anderen Kontext angewendet werden kann. So, schauen wir uns mal die Bibliothek an. Geoblocks Print ist eine Bibliothek unter der BSD-Lizenz. Wir stehen zu unserem Open-Source-Ansatz, also diese Bibliothek soll und darf verwendet werden. Es gibt keine weiteren Dependencies außer OpenLayer. Das heißt, es lässt sich leicht auf verschiedenen Systemen installieren. Und um ein modulares System zur Verfügung zu stellen, wurde von Camp2Camp die Organisation Geoblocks wurde ins Leben gerufen. Hier kommen verschiedene Bausteine zusammen, die eine modulare Kartenanwendung, die es ermöglichen, eine modulare Kartenanwendung zu bauen, ohne ein monolithisches System zu verwenden. So, wie wird jetzt die Bibliothek verwendet? Ganz einfach, sie wird importiert und dann gibt es eine Funktion, um die Vektordaten in ein PNG-Bild umzuwandeln. Man ruft einfach Encode MVT Layers auf, gibt die Ebene an, die gewünschte, die Auflösung und die Größe, und Open Layers macht sich die Mühe, die Vektordaten als PNG darzustellen. Intern werden Open Layers Funktionen genutzt. Zunächst mal werden alle Kacheln gesucht, also alle Vektorteils, die sich in der Bounding-Box befinden. Dann werden alle dazugehörigen Features gerendert, also über die OpenLayers-Funktion RenderFeature werden die Bilddaten erzeugt mit einigen vordefinierten Eigenschaften, die Klatter und so weiter. Und dann bekommt man eine oder mehrere Bilddateien als Ergebnis, die dann an Webfish Print gesendet werden können. Ein Beispiel einer Karte, die mit Mapfish Print und MVT erzeugt wurde. Es sind noch ein paar Metadaten drumherum, Titel, Fußzeile, und die Karte ähnelt einer normalen Karte. Im Grunde verhält sich die Bibliothek Geoblocks Print ein bisschen wie ein WMS-Server, nur dass er auf der Client-Seite läuft. Ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Jetzt sind wir so weit gekommen, dass wir dank Geoblocks Print die Vektordaten als PDF exportieren können. Also bereits zwei der drei Bausteine des Geoportals sind MVT-kompatibel. Und auch für Cesium könnte man Geoblocks Print verwenden. Wenn man den Kartenausschnitt und die Auflösung angibt, kann die Bibliothek als Image Provider für Cesium eingebaut werden. Und Cesium wird dann die Bilddaten über die Erdoberfläche legen. Eine andere Weiterentwicklung betrifft große Ausdrucke. Wenn man Drucke bis A0 erzeugen möchte, sind bei hoher Auflösung die Bilddaten extrem groß und können die Speicherkapazität des Systems überschreiten. Für diesen Fall ist bereits im Source Code vorgesehen, ein Mosaik von Bildkacheln zu erzeugen. Also statt ein einziges großes Bild zu erzeugen, wird ein Gitter von kleineren Bildern erzeugt. Und hierfür muss noch die Logik festgelegt werden, wie das Gitter erzeugt und aufgeteilt wird.
So, ich möchte den Vortrag schließen mit und mich bei den Partnern bedanken. Einerseits bei Open Layers für die Technologie, eine sehr vielfältige und leistungsstarke Bibliothek. Dann bei Schweiz Mobil und dem Vermessungsamt Hamburg, die das Pilotprojekt mitfinanziert haben und begleitet haben. Und bei Camp2Camp, die immer an der Weiterentwicklung von Open Source Tools interessiert sind. Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für eventuelle Fragen gibt es die Möglichkeit des Austauschs beziehungsweise den Expo-Bereich von Camp2Camp. Ja, danke für diesen wirklich sehr interessanten Vortrag und den Einblick quasi zu Mapbox Vector Tiles und Mapfish Print. Es sind auch ein paar Fragen aufgetaucht. Tatsächlich, würde ich sagen, können wir die, glaube ich, auch einige ein bisschen zusammenfassen. Wir fangen mal vorne an. Ihr hattet nämlich, es sind, glaube ich, ein paar grundlegende Fragen zu Mapbox Vector Tiles, die ihr vielleicht beantworten könnt. Und zwar gibt es da einmal die Frage quasi, ob die Mapbox Vector Tiles nur von Mapbox entwickelt werden oder auch noch von anderen Unternehmen und welche Koordinatensysteme denn möglich sind. Vielleicht könnt ihr da ein, zwei Sätze zu sagen. Ja, also ganz einfach. Es ist ein Zwischentool, das nur für OpenLayer übersetzt. Also die technischen Funktionen sind beinhalten die kompletten Möglichkeiten von OpenLayers. Also bei der Auflösung kann man so hochgehen, wie man will oder wie es sinnvoll erscheint. Und Koordinatensysteme werden alle OpenLayer-Koordinatensysteme unterstützt. Also da ist man auch nicht begrenzt. Und eben das Tool Geoblocks Print führt keine zusätzlichen Beschränkungen ein. Okay. Wie sieht das aus mit, also das MVT-Format, wird das nur von Mapbox entwickelt? Wird das von denen weiterentwickelt? Weißt du das? Kannst du da was zu sagen? Also es wurde von Mapbox definiert. Die haben im Grunde den Standard festgelegt. Allerdings in der Open Source Community gibt es eine Menge Tools, die das unterstützen. Also eben gerade Open Layers, die das unterstützen. Und das ist dann immer eine Wahl, wenn man in einem Tool, soll man es jetzt, also wir haben auch überlegt, sollen wir es nativ entwickeln, aber über den kleinen Umweg mit Open Layers ist das dann doch praktischer gewesen. Ja, manchmal muss man ja auch gucken, ob man sich viel Zeit und Geld und Arbeit sparen kann. Von daher umso schöner. Genau, dann, genau, Thema Auflösung, hattest du schon was zu gesagt. Da sind nämlich drei Fragen zu reingekommen. Dann gibt es noch einmal eine Frage zur Verbindung zum Masterportal. Ist das Projekt schon im Einsatz in Verbindung mit dem Masterportal? Ich denke mal, weil du das Hamburg-Beispiel gezeigt hast, weil die, glaube ich, das Masterportal verwenden. Kommt mir bekannt Aha, vor. ja, da muss ich mal weiterfragen. Also ich kenne das Hamburg-Projekt jetzt nicht. Ich leite die Frage mal an Guillaume weiter. Guillaume, is component used with Masterportal in Hamburg? Yes. Yes, it's integrated into the master portal here. Alles klar. Gut. Und Yes, can you dann, hear me? ja, yes, we hear your answer. Gut, wenn es sonst keine weiteren Fragen mehr gibt, dann danke für euren Vortrag. Danke, dass ihr Open Source Software entwickelt und wir freuen uns darauf zu gucken, die nächsten Jahre, was bei Geoblocks noch so passiert.